Hi, ich bin Thorsten von Faltrad XXS und es geht weiter mit Werkstatt- und Techniktipps. Vorderradausbau. Hier haben wir jetzt ein GSD S00 hängen. Das funktioniert bei allen GSD-Modellen und auch beim HSD, weil das Prinzip ist das gleiche. Der einzige Unterschied zwischen GSD und HSD wäre dann eben der Bremssattel. Aber ansonsten funktioniert es genau gleich. Ihr braucht dafür einen 6 mm Imbus und habt auf der Fahrtrichtung rechten Seite eben quasi den Schraubenkopf von der Steckachse. Die dreht ihr los, zieht die raus, haltet das Vorderrad fest und zieht das einfach nur raus. Und bei der Steckachse gibt es dann beim Befestigen eine ganz wichtige Sache. Wenn ihr das einbaut, einfach die Gabel treffen und hier auch wieder mit der Bremsscheibe zwischen die Belege. Da müsst ihr einmal kurz darauf achten, dass ihr die trefft und dann einfach hoch. Achse wieder rein. Drehen wir das einmal ein bisschen. So. Einmal das Gewinde suchen. So, dann dreht ihr nämlich die Steckachse hier auf der Seite rein. Und jetzt gibt es das Drehmoment 8 bis 10 Newtonmeter. Das solltet ihr nach Möglichkeit auch einhalten, denn das Gewinde, womit ihr die Steckachse befestigt, ist dieses. Wenn ihr allerdings jetzt die Steckachse zu fest macht, der Kopf, wo ihr den 6er Imbus reinsteckt, ist quasi eine Schraube in einem Rohr. Und es kann dann sein, wenn ihr ganz viel Pech habt, dass ihr die Seite so fest habt, dass ihr hier nur quasi den Kopf rausdreht. Nicht cool, das wieder rauszukriegen. Habe ich schon gesehen, das kann ich echt keinem empfehlen. Deswegen am besten 8 bis 10 Newtonmeter. Und dann funktioniert das nämlich auch. Jetzt brauche ich hier nur mein Bit wieder. So. Aufgrund der Steckachse ist es in den allerseltensten Fällen so, dass ihr den Bremssattel nochmal nachstellen müsst, weil wenn das einmal eingestellt ist aufeinander, erst Steckachse festmachen, dann Bremssattel einstellen. Wenn das einmal war, passiert da relativ wenig. Zu Bremssätteln einstellen werden wir aber auch nochmal ein Video machen. Es wird vielleicht noch ein bisschen dauern, aber wenn die Gelegenheit da ist, zeigen wir euch das natürlich. Genauso wie das dann auch für hinten funktioniert. Das war's. Vorderrad ist wieder drin. Für Reifenwechsel oder Bremsscheibenwechsel werden wir auch noch machen. Das kommt alles nach und nach. Wenn euch das gefallen hat, Daumen hoch. Glocke nicht vergessen für den aktuellsten Stand, damit ihr euch immer selbst auch helfen könnt im Fall der Fälle. Und ansonsten sage ich viel Spaß beim Schrauben. Bis zum nächsten Mal.